Dann haben wir schon gewusst, wo der Feind etwas steht. Aber ganz genau, oder? Die sind, wie man sagt, verdammt schnell vorgerückt. Als wir gesehen haben, sind Jabos und einen hohen Staufen geschwirrt, wie die Bienen, und wieder runtergestochen, nach welchen Bäuren. Es war so furchtbar, wie die Schüsse, wie das war, das war so furchtbar. Ich habe Angst gehabt. Und wir haben natürlich Angst gehabt, wir haben ja gewusst, was auf uns zukommt. Wenn welcher Bäuer hat es geheißen, brennt lichterloh, dann haben wir ja auch Todesangst gehabt. Ja. Und mein Vater ist raus zu dem Trupp, wo sie zusammengestellt sind, und hat gesagt, wir machen nichts mehr. Meine Mutter hat den Brief in Empfang genommen und hat gesagt, der ist ja da. Ich war im Haus, gell, aber meine Mutter hat mich verleugnet. Hat mir auch noch, wo der wieder weg war, gesagt, du verschwindest jetzt da, du bist nicht mehr da. Da hat uns ein Blockleiter gesagt, also wir müssen alle raus, die schießen den ganzen Fleck in Brand, wir müssen auf jeden Fall raus. Auf einmal kommt unser Franzose, der mal bei uns geschafft hat, angerennt, Stierk rauf, als Stierk sage ich halt, Sie wissen ja, was ein Stierk ist. Ja, Bäuerin, hat er geschrien, Bäuerin muss vorne hängen. Und da sind ab und zu eine ums Haus rumgesprungen, haben da mal so eine Tonne da irgendwie näher das Haus nachgestellt und sind da hinten umgeguckt, mit der Panzerfaust. Weil meine Mutter war auch ein bisschen und hat gleich gesagt, junger Mann, das hat keinen Wert. Gang, das ist alles umsonst. Haut schnell ab, der Kompaniechef war da. Der Kompaniechef hat gesagt, Anna, das ist Verrat am deutschen Volk. Sofort ist Verschießung. Und dann kam dieser irgendein Leiter, der wo das in die Hand nehmen wollte, und hat gesagt, Kinder, geht schnell heim, der Armee ist schon unten beim Adler. Also zuerst habe ich gesagt, oh, wenn es noch schon gestorben wäre. Wir waren neben die Hitlerjungen und da waren sie schon vorsichtig, da hatten sie vielleicht auch schon ihre Erfahrung. Und dann ist der Schwarze ganz langsam auf mich zugekommen. Und ich habe meine kleine Schwester auf dem Arm gehabt, die war 9 Monate alt. Und ich habe eine Angst gehabt, ich denke, der frisst das Mädchen. Da ist der gekommen mit dem Quer und hat gesagt, alle raus, oben brennt's. Die sind ja überall umeinander gelaufen, weißt du. Und die sind ja bloß Bibeln gehört. Er war Unteroffizier. Das war ein bisschen stämmiger. Und der hat gesagt, er macht jetzt einen Stoßtrupp nach Hiebelkängen runter. In der Senke, da kamen die Soldaten runter von Turkheim. Und dann haben die vom Kirchturm aus, haben die alle hingeschossen, wie sie, und wir haben zuguckt. Wir haben vom Fenster rausgeguckt und haben das zuguckt. Man war froh, dass der Krieg zu Ende war und vor allem die Gefahr, dass man den nächsten Tag nicht mehr erlebt, dass die Fliegeralarme und die Bombardierungen und das alles aufhört, dass man also sicher war. Da war man froh. Ist man halt rumgestanden und die Jabos sind über uns geflogen und da ist keiner mehr gekommen. Und dann hat er meinen Arm genommen und hat gesagt, jetzt muss ich keine Angst mehr haben. Am 20. April, wo sie einmarschiert sind, ist eine Nachbarin von uns zu uns ins Haus gekommen und die hat sich noch auf die Treppe, die in den ersten Stock aufging oder ins Obergeschoss aufging, da hat sie sich hingesetzt und hat bitterlich geheult. Und meine Mutter hat noch gefragt, ja, warum heulst du da? Es passiert doch nichts. Ja, ich muss jetzt halt daran denken, dass mein Mann gefallen ist. Und wozu?